Ja, hoi, ihr Leute von heute. Willkommen zurück zu Tony Hawk's Pro Skater 4 auf der PlayStation 1. Bevor wir loslegen, werden wir den Skater wechseln, aber nur vorübergehenderweise. Denn ich habe gerade angefangen aufzunehmen und ich habe gemerkt, es gibt die Profi-Challenges, die da angegeben sind. Und wir brauchen dafür einen bestimmten Skater. Und wenn das erste Level nicht mit Tony Hawk gemacht werden soll, sondern mit jemand anderem, werden wir den jetzt einfach mal anwählen. Nämlich Pookie Lasek ist hier gefragt. Und wir haben 45 Stats-Punkte, das ist ziemlich gut. Können wir auch mal direkt einsetzen. Einen Ollie verbessern, ein bisschen mehr Tempo, hier Springer besser. Ach Gott, das ist wie alles. Wie in den guten alten Zeiten. Verdammt aber auch, ey. Aber wobei, damals hat er automatisch angegeben, ne? Mhm. Ein bisschen schneller drehen, so. Aber wir haben aber fast alles, ne? Ja, ja, fehlen noch 5 Punkte. So. Gut, dann wird das jetzt ein Spaß sein, immer einen Skater rauszufinden, den wir brauchen. Das ist sehr wichtig, denn ich glaube, pro Level gibt es immer andere Aufgaben. Und wir sehen, wir sind Karriere immer noch Amateur, weil wir müssen Semi-Profis freischalten. Ja, das habe ich mich auch rausgefunden. Wir gucken uns mal kurz die Tricks an, bevor wir gleich hören, von wegen, mach den Trick und ich weiß nicht, wie der geht. Big Hitter ist hoch links, Fingerflip, Airwalk und der Misty Flip. Misty Flip, ja. Gut, ich hoffe mal, das kriegen wir irgendwie hin. Weil ich habe halt gerade angefangen aufzunehmen und ich war hier im ersten Level drin. Und dann stand da, mach Bookie bitte. Also nimm Bookie, mach Bookie. Mach ein Bookie, hm? Nimm Bookie, denn dann kannst du die Aufgabe machen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wie ich darauf komme? Ja, ganz simpel. Ich wollte wissen, also ich habe den anderen Part anmoderiert, so blablablub, den ihr nicht gesehen habt. Bin ich ins Menü gegangen und habe... Das ist sehr interessant. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Wenn ich Tony Hawk, ich hatte Tony Hawk genommen. Wenn wir Tony Hawk nehmen, steht hier Bookies Challenge und umgekehrt. Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Gut, suchen wir mal nach dieser Challenge. Ich hoffe, ich finde die irgendwo. Liebe Challenge, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich werde dich finden. Ich hoffe, du bist irgendwie ein bisschen größer als die anderen Challenges. Denn Tony Challenge habe ich vorhin auch nicht gesehen, deswegen... Hier hinter vielleicht? Vielleicht oben auf dem Dach? Ich habe da was gesehen. Ah, guck mal, ein blaues Ziel. Boogie Lasek's Goal. Boogie Lasek is a Red Master. Show off his abilities by scoring... Oh, wow. Auf dem laggy Dach müssen wir ganz viele Punkte machen. Wow. Okay, das tut mir an der Stelle mal echt leid. So. Ja. Danke, das wollte ich doch die ganze Zeit. Ich wollte unbedingt in einen Grind haben. Dankeschön. Okay, beenden wir mal die Kombo. Okay, das ist nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ich habe das irgendwie gerade ein bisschen schwerer gedacht. Aber irgendwie ist das einfacher, als ich gedacht habe. Okay. Das sind die Semi-Profi-Ziele. Und die müssen wir jetzt machen. Ja, die könnten aber kein Problem sein. Wenn sie so einfach wie Bookies Ziel hier sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich noch haben musste. 675.000? Ich glaube schon. Überlegt, dass das Level hier ultimativ ruckelt. Ja. Dankeschön. Bookie Lasek's Goal complete. New Movie unlocked. Ah, wir schalten auch bestimmt die Filme damit frei. Wenn wir jetzt View Goals machen, dann sehen wir bestimmt... Wir haben hier sogar noch... Wir haben die Dings, die Endziele freigeschaltet, ne? Wie es aussieht, ja. Moment. Sieht man hier irgendwo was? Jetzt bin ich irgendwie neugierig. Ja, das ist alles ein bisschen All-Pro-Goals unlocked. Aha! Six Score, okay. Wir machen das folgendermaßen. Wir wechseln wieder den Charakter, denn wir wollen Tony Hawk nehmen und wir werden dann, das wird jetzt ziemlich hardcore, wir werden in jedem Level... Karriere Pro, okay. Wir werden in jedem Level den Skater nehmen, der dafür, ja, beschlossen wurde, ne? Würde ich mal sagen. Und Tony Hawk war ja noch die andere Aufgabe. Und da werden wir mit Tony Hawk das Level auch beenden. Würde ich sagen. Tony Hawk ist immer noch ein Amateur. Dieser Versager. Ich meine natürlich, dieser Amateur. Okay, ich wusste natürlich nicht, dass die Tony Hawk-Aufgabe da ist. Denn wenn man Tony Hawk wählt, dann hat man hier einfach nur die Aufgabe Bookie Challenge. So steht das da. Warte, ich kann es euch hier gleich im Menü... Ihr habt es ja gerade gesehen, als ich Bookie genommen habe. Bucky, Bocky. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Dann gucken wir jetzt ins Menü und sehen. Oh nein, welches Ziel fehlt denn hinter Bucky? Bookie Lasek's. Ja,
So. Oh, war es das schon? Nein, das sah nur so aus. Okay, wo könnten wir das Ziel haben, ist die Frage. Das müssen wir suchen. Das ist das andere Ziel. Was müssen wir denn hier machen? Six Score. Ernsthaft? Wir haben gerade eine Challenge hinter uns, die uns mehr abverlangt hat als diese Punkte. Okay, aber das sollte kein Problem sein. Oh. Ups. Okay. Wir haben hier mal einen tollen Special-Trick gefunden. Toll. Also ehrlich, ey, die Special-Tricks sind echt unglaublich. Und das Level ist... Es ist generell das Level, was hier so richtig rumruckelt. So, ich habe das Ziel gesehen. Ist das ein... Das ist das Profi-Ziel von Tony Hawk. Tony Hawk's Transfer-Maniac. Perform Tony Hawk's wide transferring from this roof to the corner pipe on the other side of the... Was? Welche andere Quarterpipe? Oh, Alter. Nee, das ist nicht gemeint. Hä? Moment, wo will er mich denn hier auch hinlotsen? Hä? Verstehe ich da irgendwas falsch gerade? Moment. Tony Hawk ist ein Transfer-Verrückter, das wissen wir alle. Perform Tony's 900-wide transferring from this roof of the quarterpipe. Was? From this roof to the quarterpipe on the other side of the... vom Eingang. Oh, ihr seid doch geistig behindert. Ja, ich verstehe es. Und das hier oben ist eine ganz schlimme Stelle. Okay, holen wir ein Tempo. Alter, das ist eine echt schlimme Stelle. Nein. Alter! Okay, das wird eine ganz schlimme Aufgabe, weil es auch ultimativ laggt hier oben. Das merkt ihr auch an der Musik allein. So. Und... Warte mal, kann ich... View Goals? Kann ich das Ziel noch neu anwählen? Nee. Oh, schade. Ich fühle mich irgendwie betrogen. Also ich habe irgendwie gerade so halbwegs betrogen. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe es geschafft. Andererseits, Ziel ist erfüllt. Aber es ist eine harte Aufgabe gewesen. So hart war sie jetzt nicht, aber es war eine krasse Aufgabe. Gut, suchen wir die letzten Ziele, die wir hier in dem Level hier haben. Irgendwo müssen ja noch drei Ziele sein. Wenn wir jetzt mal hier wie Goals machen, dann sehen wir hier. Okay, ein Ziel muss hier irgendwo sein. Und dann müssen wir den Rest freischalten. Frage ist aber, wo ist das Ziel? Und werden wir es finden, bevor das ganze Spiel hier sich zu Tode leckt? Sagen wir mal dazu. Ich kann mir ahnen, was es gibt als Ziel, aber ich will mich überraschen lassen. Gut, da haben wir das Ziel auch schon. Bei dem Baum. Twisted Score. Scared you... That? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwie bin ich doch gerade ein bisschen verwirrt. Okay, das können wir nicht machen. Okay, es ist ein bisschen realistisch. Baum Twisted Score. Ja, ich habe keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. So. Ja, die Punkte sollten kein Problem sein. Definitiv nicht. Ich bin froh, wenn ich aus diesem Level hier raus bin. Das ist irgendwie zum Laggen verdammt. Das ist ein ganz schlimmes Level. Das merkt ihr immer wieder, wenn ich hier irgendwo rumfahre. Das ist auch nur das Level, ne? Ist euch mal aufgefallen, in anderen Level gibt es zwar vielleicht mal eine, zwei Ecken, aber das hier ist das Schlimmste irgendwie. Ah, egal. Sollen wir uns hier nicht aufhalten, den Spaß zu nehmen. Wir sollten das nächste Ziel suchen. Damit wir heute das Level hier beenden können. Natürlich außer, mit Ausnahme von den Gaps, die werden wir später noch suchen, aber... Ich möchte gerne vom Zielen her... Mein Wichtigste ist erstmal, die Ziele zu machen. Ups. Ja, es ist sehr realistisch. Was das Umdrehen angeht. So haben wir ein Ziel. Wir müssen die Ziele suchen, das finde ich cool. Also damals musste man die Ziele nicht so stark suchen wie hier, weil die Ziele sehr deutlich markiert sind, aber jetzt gerade bin ich noch ein bisschen Probleme zu haben. Ich gehe davon aus, dass wir wieder einfach nur einen Score erreichen sollen und dann sehen wir weiter. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Ich möchte gerne. Dankeschön. Auf das Dach hier. Ich bin neugierig.
Ne, da oben ist auch nichts auf dem Dach. Ja, sein können. Hier hinten haben wir nix. Hm. Okay, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Wir haben noch ein neues Ziel freigeschaltet, oder? Ja, klar. Ich gucke jetzt lieber mal nach, weil wer weiß, ob wir. Vielleicht haben wir auch nichts freigeschaltet. Ich suche einfach wie so ein Behinderter. Ja, cool, wenn es sowas wäre wie, ey, sammelt die Buchstaben Combo in einer Combo und das ist richtig hardcore, weil die Combo ist schwierig. Hm. Natürlich. Ich bin gegen eine Parkour geknallt. Wo ist denn das? Gut, wir können auch so einen epischen Sprung machen. Hier vielleicht? Nee, hier ist Ende. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde gerade das Ziel nicht. Wo ist das Ziel? Ist das da oben drin? Oder hier unten an der Seite drin? Aber hier sehe ich auch nichts. Hä? Oder ist das oben auf dem Dach? Kann das sein, dass es oben auf... Das wäre es jetzt aber auch. Das sneakt es sich einfach auf dem Dach. Hier ist nix. Ne, da ist auch nix. Hätte ja sein können. Das ist ganz komisch. Okay, ich habe noch eine weitere Vermutung. Ach, guck mal, wir haben es gefunden. Das ist sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky. Oh, Alter. Ja, da gab es ein Timelink, was bei diesem Lag unmöglich war zu halten. Dankeschön. Insane Score. Ja, insane, Leute. Insane. Was ist das für eine Art? Das ist irgendwie gerade eine pure Enttäuschung. Hey, wir haben Profiziele für dich, aber diese Profiziele sind ziemlich einfach. So. Ja, guck mal, wir haben schon über die Hälfte. Ja, und mit dem No Complete to 900 to Reroute ist das auch schon gemeistert. Okay, dann kann ich euch versprechen, das werden hier mal kürzere Parts und ich werde immer wieder mal nur ein Level machen. Wobei, eigentlich habe ich auch einige Level, da habe ich noch nicht die Sachen freigeschaltet, ne? Deswegen. So, wo haben wir denn die letzte Aufgabe? Wir müssen auch erstmal die letzte Aufgabe finden, das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wo sie sich verstecken. Jetzt dieser Baum da unten, habt ihr den gesehen? Oh Mann. So, da oben ist nichts. Ich gehe meiner Vermutung, weil das auf dem Dach ist, weil die beiden Profiziele auf dem Dach waren. Und die sich ganz sneaky versteckt haben bisher, die Ziele. Deswegen. Mach alle Ziele in 2 Minuten. Ha, das wäre voll übertrieben, ja? Dieses letzte Ziel, alle Ziele ploppen nochmal auf und... Ja, du hast 2 Minuten Zeit. Aber ich sehe gerade kein Ziel. Ich gucke immer gerne auf dieser Straße lang, weil ich auf dieser Straße... ist schön Platz für so ein paar Zielsetzer. Das ist das Großartige daran. Und hier fahren keine Autos. Na, ist aber nix, ne? Ist irgendwie enttäuschend. Ist oben auf den... Ich weiß, ihr sagt es Maser, du bist so ein Trottel, ne? Aber, ich sage, mein Gefühl lässt mich nicht in Ruhe, dass hier oben auf dem Dach was ist. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, das ist einfach... Ich weiß, hier war das Deck, das ist ein gutes Versteck für ein Deck gewesen, aber... Ja, das war es auch. Oder haben die das Ziel einfach gesagt von wegen, hey, wir haben keine Ahnung, wo wir es hin tun sollen, tun wir es wieder hier hin. Nee, tun sie nicht. Oder vielleicht hier? Da ist eine Rampe, aber vielleicht hier, wenn ich hier lang gehe. Vielleicht hier hinter so sneaky, sneaky. Nee, hier ist auch eine Rampe. Was haben die gemacht, ey? Ich suche ein verdammtes Ziel und finde das einfach nicht. Ich meine, es macht mir Spaß, das Ziel zu suchen, aber... Der Spaß geht irgendwie ein bisschen flöten, weil das Ziel wirklich gut versteckt ist. Wobei es auch wieder cool ist, weil man muss suchen. Aber es ist ein Ziel. Die Aufgabe des Ziels sollte sein, ein Ziel zu erfüllen. Und es sollte nicht so sein, dass man das Ziel erst suchen muss, dass es das Ziel ist. Und ihr wisst, was ich meine. Ach du heilige Kacke, Mann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist einfach so. Ich sollte als Ziel haben, von wegen, dass ich das Ziel mache und nicht das Ziel finde. Spine-Transfer. Ist da nicht drin.
So, continue. Ja, es geht noch. Wenn er dann Mac oder wie das heißt, ist vollkommen okay. Was ich bei den anderen Songs nicht sagen kann, hier dieser komische My Adidas von diesem Typen, der klingt wie der Prinz. Ich hab's gefunden. Der Prinz von Bel Air. Dann, ja. Überscore. Ja, in späteren Level könnte das ein großer Score sein, aber dieser Song, der klingt, als wenn der von der Prinz von Bel Air. Der ist übrigens ziemlich umstritten, was das Urheberrecht angeht. Das habe ich letztens erst rausgefunden. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Den habt ihr auch nie wirklich gehört. Ihr habt immer so eine Dings, eine Queen, blabli blub. Das ist Queen, was da im Hintergrund läuft. Und im Vordergrund läuft halt der Originaltext von dem Teil. Aber, das müssen die Leute nicht wissen. Von finde ich, das ist ein cooler Remix, den man benutzen darf. So, habe ich alles? Bitte. Ich krieg kein Zeichen. Habe ich noch irgendein Ziel? Nö. Ich krieg kein Zeichen, weil... Okay. Okay. So, bereiten wir uns auf den nächsten Part vor. Werden wir nämlich jetzt, nach San Francisco ziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part geht. Die Aufnahme sagt 19 Minuten, aber ich hatte dieses kleine Stück davor und ich weiß nicht, wie lange das ging, deswegen. San Francisco, wir gucken einfach nach, welche Skater wir brauchen, weil ansonsten haben wir ein kleines Problem und wir fahren tausendmal wieder rein und der Ladebildschirm und alles drum und dran. Muss ja nicht sein irgendwie, ne? Nein, finde ich nicht. Und deswegen San Francisco im nächsten Part. Hallo Pro Combo Score. Dich werden wir direkt als nächstes machen, wenn wir hier reinkommen. Okay, wir brauchen Jamie Thomas und Karen Campbell. Und irgendjemand, der ist versperrt hier, das fünfte Ziel. Aber vielleicht ist es einfach nur, weil hier so ein paar Ziele noch frei sind. Okay, Jamie Thomas, Karen Campbell, müssen wir uns merken. Ich würde sagen, wir fangen mit Jamie Thomas an. Den rüsten wir jetzt noch auf. Komm, der Part, die kann nicht so lange sein. Wir rüsten die beiden einen Skater schon auf, bereiten ihn vor, sagen wir mal so. Pro Skaters, Jamie Thomas haben wir hier. Das ist er hier. Da fehlen irgendwie die langen Haare, wie aus dem richtigen vierten Teil. Machen wir die Stats mal kurz. So, ein bisschen in die Sprungkraft, lieber Jamie Thomas hier. Du brauchst keinen Lip. Lip braucht keine Sau. Lassen wir den einfach mal so frei, so halbwegs. Den Rest machen wir voll. Ja, vielleicht den Switch noch ein weniger und dann haben wir alles voll. Wetten? Oh mein Gott, das passt ja wirklich. Gut. Jamie Thomas ist nicht so ein Lip-begeisterter Typ. Wenn die gleich was anderes sagen, kriege ich aber die Krise. Was sagen denn die Tricks? Da muss ich auch mal nachgucken. Special Tricks. Layback Feeble. One Foot One Real Nose Manual. Das ist ein cooler Trick. Find ich, die Idee finde ich cool. Und Shove It Rewind. Okay. Gut, Jamie Thomas und San Francisco im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Schaltet auch da wieder ein. Bis dahin einen schönen Tag noch und bewertet den Part. Und Masala Vista, Baby.